Hallo, meine Lieben, heute habe ich den Klassiker das Omo und das Bochor. Das ist in meiner 60 Grad Wäsche. Heute habe ich die Bettwäsche in der Maschine und die ist jetzt gerade nach der Hauptwäsche, wird sie das erste Mal zwischengeschleudert und dann geht der Spülgang los. Wie ihr seht, ein absolut ruhiges Gerät. Sehr gute Stoßdämpfer, sie hat drei Stoßdämpfer, da sie halt diese 9 Kilo Trommel hat, ist sie dreifach mit Stoßdämpfern ausgestattet. Und ich habe die Wäsche auf normal kurz, 60 Grad, 1200 Umdrehungen. Die Maschine nimmt in diesem Spülgang einen extra hohen Wasserstand und auch sehr viel Wasser. So, jetzt haben wir das Weichspülmittel drinnen, wie ihr seht. 12 Minuten noch. Das riecht fantastisch, Leute. Ich kann es wirklich nur wärmstens empfehlen, allen Leuten, die die Möglichkeit haben, so eins sich zu besorgen. Nehmt euch das, es ist wirklich super. Es gibt in verschiedenen Duftnoten, ich werde das klassische auch probieren, das ist das Azur, aber es ist fantastisch. Das Flüssigwaschmittel lässt immer hinter sich ein bisschen Schaum, da kann man machen, was man will. Da kann die Maschine hohe, kleine, kurze Waschgänge, Wasserstände haben, Spülgänge, es ist wurscht, ein Flüssigwaschmittel lässt immer ein bisschen Schaum hinter. Wird dann in den Trockner angetrocknet werden und dann wird sie gebügelt werden und dann kann sie wieder frisch bezogen werden. So, das ist jetzt der letzte Spin Wash beim Abpumpen. Und dann geht's ab aufs Schleudern. Diese Maschinen von Beko, kann ich sagen, die sind sehr robust gebaut, sind haben sehr qualitativ hochwertige Kunststoffteile auch verbaut.
Die Chrom-Ringausführung ist auch sehr gut. Sie ist nicht minderwertig oder billig, dass man merkt, dass das irgendwie schlecht verarbeitet ist. Auch die ganzen, wie gesagt, Bedienungselemente, Kunststoffteile, unten die Sockelblende. Es ist wirklich die Maschine sehr gut verarbeitet. Was mir auch sehr gefällt, sie hat einen extra guten, starken Universalmotor. Und auch diese drei Stoßdämpfer, die ich vorhin erklärt habe. Die Maschine wäscht sehr schnell und ist auch sehr gut programmiert. Was auch sehr gut bei diesen Beko-Modellen ist, ist, dass die auch sehr gut umgehen können mit Stromschwankungen. Auch gerade im Ausland, wenn Strom ausfällt oder stärker, weniger Strom ist, gehen die sehr gut damit um. Die Maschine hat einen Sanftanlauf und ist auch sehr gut gefedert. Sie ist auch sehr leise bei den ganzen Schleuderumdrehungen und für eine Kunststoff eben Waschmaschine, wie man sagen kann, mit Kunststoffbottich. Auch ein sehr, sehr stark robuster Kunststoffbottich ist drinnen verbaut. Und die Trommeln sind neben den Electrolux AEG-Trommeln eigentlich auch von mit Beko eine von den größten Trommeln. Bei den AEG Electrolux sind die Trommeln tief, wie bei dieser Maschine. Bei den neuen Beko-Maschinen sind sie eher flacher, aber größer dimensioniert. Deswegen sind die Maschinen nicht so tief, wie sie früher mal waren. So, die Wäsche ist fertig, wie ihr seht. Ausschalten, aufmachen, genau. Immer schön abwischen. So, und los geht's. So, das war's heute von meinem Video für euch. Meiner lieben Jessie sage ich vielen Dank für diesen tollen Waschball, den ich da habe. Der ist wirklich mega, mega gut. Den nehme ich immer mit. So, das war's von mir. Maschine ist leer. Bis zum nächsten Video, meine Lieben. Ciao, ciao.